Servus Leute und hallo, hier ist der Daniel von der FFSTars Gaming Crew und ich begrüße euch zu einem neuen kommentierten Gameplay Video hier auf dem Kanal der FFSTars Gaming Crew. Ja, heute habe ich da ein neues Clan-Mitglied dabei und der stellt sich jetzt mal vor. Hey Leute, ich bin der Payne und ich bin einer der neuen Clan-Member. Gut, ich habe mir heute für das Commentary überlegt, oder beziehungsweise wir beide haben uns überlegt, wir machen so ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Ich stelle dem Payne 3 bis 4 Fragen und er stellt mir dann auch 2 oder 1 Frage. Als erste Frage für dich habe ich mir überlegt, wie bist du denn auf uns überhaupt gekommen? Also Tim hatte ein Video, in dem er, ich glaube, die Sturmgewehre genau unter die Lupe genommen hat. Und da hat er halt in seinem Videotext geschrieben, dass Elotrix als Vorbild oder so, irgendwas ähnliches. Und da habe ich ihn durch Elotrix bei ähnlichen Videos, glaube ich, gefunden. Okay, ja, so sind sehr, sehr viele Leute auf uns gestoßen und das freut uns natürlich auch. Und es gab ziemlich viel Flame deswegen, dass so Leute, dass wir den Titel, den der Fresh der Erste benutzt hat, dazu genutzt haben, dass so Leute mehr uns mehr finden. Er hat den eigentlich nur dazu benutzt, dass er meinte ja, dass er Elotrix als Vorbild sieht. Und deswegen hat er ihn auch als Titel geschrieben, nur wir wussten nicht direkt, dass das Video dann 11.000 Aufrufe bekommt. Okay, gut, das war so die erste Frage an dich. Die hast du uns ja mit Bravour beantwortet. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie du auf uns gestoßen bist und die Abonnenten natürlich auch. Und meine nächste Frage an dich wäre, was spielst du anstatt so Ego-Shooter, so Alternativ-Games dazu? Also als halt nicht COD und Battlefield spiele ich halt noch... Ja, genau. Manche Rennspiele halt Need for Speed, ich fand diesen Hot Pursuit oder so, den fand ich gut. Also Gran Turismo 5, Transformers 3, den halt noch. Ja, zählt das GTA auch noch so rein? Ja, auch, natürlich. Ja, also GTA. Dann habe ich noch Skyrim, was sehr geil ist, und dann halt noch paar Naruto PS3 Spiele. Okay, ja, sehr interessant, also. Need for Speed ist natürlich eine Spielereihe, die ich auch sehr, sehr oft spiele. Und hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele jetzt zurzeit auf dem Computer Need for Speed World. Könnte ich den ganzen Clan mal empfehlen. Es ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Und ja, was gibt es noch? So eine Frage, die ich stellen könnte. Welche Frage stelle ich dir denn noch? Oh Gott. Willst du mir erstmal eine Frage stellen? Ja, genau, das können wir ja gleich mal machen. Also, wie bist du auf die alten Clan-Mitglieder gekommen oder halt so kennengelernt und wann? Also mit alten meine ich jetzt Tim, Dominik und so alle. Oh Gott, also den Tim und den Dominik kenne ich ja ungefähr seit 5 Jahren, weil der Dominik ist vor 4 oder 5 Jahren in das Haus hier, wo ich wohne, eingezogen, ist aber dann 1 oder 2 Jahre später wieder ausgezogen. Und ja, der wohnt jetzt 2 Häuser weiter oder 3 und der Tim auch. Und ich kenne die eigentlich schon seit so 5 Jahren. Aber der Tim und der Dominik kennen sich schon seit der Kindheit an. Also die waren noch im Kindergarten zusammen und in der, ja, Kindergarten, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau. Aber so kenne ich sie seit 4, 5 Jahren. Und wir haben schon dann beschlossen, dass wir einen YouTube-Channel gründen, so vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren haben wir das beschlossen, weil es ist einfach so, dass wir daran Spaß hatten, Leuten, verschiedene Kommentatoren zu gucken, die hier, wie heißt es nochmal, Call of Duty zeigen, und wir haben uns dann überlegt, komm, das können wir auch, dann haben wir uns dann zu Weihnachten mal die HDPVR gewünscht und ja, so hat sich das dann einfach ergeben. Das war's. So, meine Frage noch an dich wäre, welche Kommentatoren außer uns guckst du denn noch? Da werden Commander Krieger, dann Max FPS und Solution, Kaboom, jetzt halt nicht so, weil er keine Videos dann halt mehr macht. Ja, Solution ja auch nicht mehr, der macht ja nur noch live, glaube ich. Also. Ja, aber ich habe den halt zum Beispiel jetzt entdeckt und da hat er halt schon ein paar Videos gemacht, dann kann ich mir die alten angucken. Achso, okay. Ja. Also, so die meisten, die du gerade gesagt hast, die gucke ich ja selber auch, wie zum Beispiel Kaboom. Das ist ein Commentator, den gucke ich sehr gerne, nur mich regt es ziemlich auf, dass er in letzter Zeit keine Videos macht. Das ist echt schade. Aber ja, dann gucke ich noch gerne Paul Vollmers, Elotrix, Commander Krieger manchmal. Ich gucke ihn leider jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so genau so wie Elotrix, weil ich will ihn jetzt nicht irgendwie flamen, aber es gibt so ein paar Gründe, die stören mich jetzt langsam an ihm.
und deswegen gucke ich ihn auch nicht mehr so gerne. Also ich gucke Allotrix noch. Okay. Hast du noch eine Frage an mich? Nein, das wär's eigentlich. Okay, perfekt. Gut, das Gameplay geht noch 2 Minuten. Wir sind jetzt gar nicht so aufs Gameplay eingegangen. Du hast hier mit der AZR mit dem Granatwerfer auf Satz gespielt. Warum, wenn ich fragen darf? Ja, also ich fand halt alle scheiße, Hybrid, wie sie ja holographisches Rotpunkt und den Schalldämpfer erst recht, den ich jetzt richtig nice finde. Und bis zu den erweiterten Magazinen hat es auch gedauert und die nackt zu spielen, hätte ich doch eh gleich den Granatwerfer aufpacken können, falls mal die Munition leer geht. Okay, gut. Und deine Perks waren? Fingerfertigkeit, Hardliner und Meisterschütze. Aber ich weiß nicht, ob die alle auf Pro waren, aber müssten schon sein. Ja, ist auch egal. Ah, dein Abschluss sei dann auf der 5 die Predator, auf der 7 der Angriffshelikopter und auf der 9 die AH-6-Überwachung. Warum die AH-6-Überwachung? Oh, Entschuldigung, mein Mikro ist gerade runtergeflogen. Warum denn die AH-6-Überwachung? Weil die Reaper ist ja eigentlich, wird ja eigentlich mehr bevorzugt, oder? Naja, also wie gesagt, ich habe da halt noch nicht die Aussätze gefunden, die ich von meiner AZR top finde. Und das war halt so, das sag ich mal, ich war glaube ich noch nicht mal am Prestige und da habe ich alles benutzt. Ich habe immer auf Drohne, Predator, Kampfhubschrauber gespielt. Da wollte ich mal was Neues probieren, hat sofort geklappt. Jetzt spiele ich auch Reaper, 830 oder Payflow, ist halt besser. Aber das war halt mal so ein Test, weil ich dachte so, Helikopter, der wird richtig geil sein. Okay, gut, das Gameplay geht noch ungefähr, ja, 25 Sekunden. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und lass dem Payne die letzten paar Worte. Er kann sich ja nochmal in seinen eigenen Worten verabschieden. Und er wird auch direkt mal ankündigen, wann sein nächstes Commentary gemacht wird und hochgeladen wird. Haut rein, Leute. Ich sag ciao, 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 ciao. Ciao. Ich sag dann auch mal ciao von mir aus. Und das, was auf der auf der YouTube-Seite steht, ist nicht mein PSN-Name. Den wird Daniel in die Videobeschreibung oder wie das Zeug da heißt packen. Und bis dann. Schönen Tag noch.